Wunderbar, Level 6 in Scripting, sehr, sehr cool. Jo! User Interface ist scheiße. Easy, easy. Ja, wir haben mehr als wir wollen, ne? So, wir müssen doch, warum sollten wir für die Publisher immer die guten Spiele machen? Eigentlich, die Publisher sind eigentlich eine wunderbare Variante, um rauszufinden, wie man am besten das alles justiert, um dann später für sich selber die besten Spiele zu machen. Also, nächstes Mal User Interface auf jeden Fall noch mehr Punkte rein, und da hast du wohl recht. Und der das geschrieben hat, dass natürlich vielleicht auch ein bisschen das Armaturenbrett und so damit rein zählt. Ergo, das nächste Mal hauen wir mindestens einen Punkt mehr in User Interface rein. Und machen dann Scripting weg oder so. Müssen wir uns mal überlegen, wie wir das am besten anstellen dann. Und dann kriegt man einen richtigen Hit. Ja, er freut sich. Wunderbar, so 1,3 Millionen, gleich wieder. Nächste Publisher-Ding hier, Leute. Wir ziehen das jetzt hier eiskalt schnell durch. Irgendwas, was 61% Simulation Sport. Sport haben wir, glaube ich... Hätte ich immer Bock, Leute, weil Sport haben wir, glaube ich, noch nicht gemacht. Oder? Bin ich mir gerade unsicher. Wollen wir das machen? Gucken wir mal schnell durch hier gerade. 45% RPG. Also das wäre ein ganz sicheres Ding, aber hier... 850.000, wie viel kriegen wir denn für das Sportspiel? 810.000 Dollar. Das ist eigentlich ganz ordentlich. Nö, 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 Leute, wir machen jetzt mal das Sportspiel. Habe ich Bock drauf. So. Ich bin's mal wieder gerade gekommen, was verpasst. Büschen. wie ich ein bisschen geraged habe, weil wir keinen Erfolg hatten gerade. Deswegen. So, nee, Leute, ich mache jetzt hier dieses Sportspiel. Ja, das war's aber nicht gewesen. Bin ich jetzt vorbeigescrollt, oder was? Scheiße. Scheiße, wo ist denn das jetzt? Okay, Leute, das muss jetzt hier irgendwo rechts sein. Simulation Sport, Simulation Sport, Simulation Sport, Simulation Sport. Wo haben wir es denn jetzt hier? Ich will jetzt unbedingt mal eine Simulation Sport machen, weil ich glaube, das haben wir noch nicht. Basketball. Hier, da haben wir es. Nee, das ist nur 69%, so viel. Das war ein anderes gewesen. Das hier war es gewesen, 810.000 Dollar für den PC. Ja, ich bin mir sicher. So, legen wir los. Forschen. Was können wir denn erforschen? Netzwerk können wir machen, dass man das auf LAN spielen kann. Und Level Design, no loading screens. Oh, davon könnte sich Assassin's Creed Unity mal eine Scheibe, Alter. Eine Scheibe abschneiden, wollte ich sagen. Was ein Versprecher. Ohne Scheiß, Mann. Keine Ladebildschirme, weil Unity und so war das schlimm gewesen, was das angeht. Okay, das machen wir mal noch ganz schnell, würde ich vorschlagen. So. Forschen machen wir hier auch mal noch. Da können wir, trainieren können wir leider nicht. Schade, schade, schade. Trainieren. Programmieren für Dummies. Ach komm, mach das mal. Mit dir können wir auch nichts machen. So, no loading screens. Durch ein paar Tricks wie dynamisches Laden und Spacing kannst du jetzt loading screens vermeiden. Wunderbar, das klingt spitze. Wie läuft's mit Tutut? Tutut lief leider nicht so gut. Lief leider nicht so gut. So, Game Your Mind, bis zum nächsten Mal. Ah, du haust rein. Dann wünsch noch einen wunderschönen Tag. So, die grundlegenden Tests sind gemacht. Einfache Netzwerkverbindungen sind nun in Reichweite. Okay, es ist aber noch kein Multiplayer fürs Internet natürlich. Ich meine, wir sind jetzt 89. Das ist wirklich nur LAN erstmal. Aber LAN ist schon cool. Das ist schon cool. Ich weiß noch, so Age of Empires 1 und 2 und Quake und UT und so, ey, das war so eine geile Zeit gewesen. Also auch damals ist meine krasseste LAN, normal habe ich immer so 5, 6 Leute, also mit 4, 5 Kumpels oder so, haben immer LAN gemacht, halt Pizza und dann 2, 3 Tage im Keller oder so. Die krasseste LAN, wo ich mal war, war eine 80-Mann-LAN. Ja, den Kollege organisiert und richtig großen Rahmen und so mit 80 Leuten, auch mit ganz vielen Kaffeemaschinen und so ein Scheiß, 3 Tage lang 80 Leute, das war richtig cool gewesen. Aber auch ein bisschen anstrengend natürlich. So, die jährliche Steuer wird fällig. 17.000... wir haben fast gar nichts verdient. Wir haben 88.000 Dollar nur gemacht. Unglaublich. So, Leute, trainieren? Nee, jetzt nicht. Ich würde sagen, wir programmieren jetzt unser Spiel. Wir haben ja auch einen Zeitplan. Stimmt, wir müssen uns jetzt ein bisschen ranhalten hier. Wir haben ja einen Zeitplan, woran wir uns halten müssen. Start neues Projekt. Bin ich noch beschäftigt? Nee. Start ein neues Projekt. Jo, 80 Mann, Alter. Jo, 80 Mann, Alter. Das war krass gewesen. Doom 1 im LAN, da ging was. Nee, nee, ja. Okay, Doom haben wir nicht gespielt. Jetzt war so, das war die Zeit gewesen, da kam, glaube ich, gerade Battlefield, das erste Battlefield raus. Was ja damals auf LAN, gerade mit 80 Mann, ich weiß nicht, wie viele da damals mitspielen konnten, aber das war halt richtig cool auch gewesen. Okay, Leute, also, Vertrag bitte. Wie viel Zeit haben wir denn dafür überhaupt? 10er, 7er? Okay, das schaffen wir auf jeden Fall noch. Wie nennen wir das denn mal? Sport?
Ich will jetzt aber keinen so coolen Namen nehmen, weil das ja vom Publisher ist. Die coolen Namen nehmen wir dann für die Sportspiele, die wir ohne Publisher entwickeln. Die Blutgrätsche. Finde ich gar nicht so schlecht, den Namen. Finde ich fast zu gut, weil den würde ich lieber dann selber nehmen. Eigentor. Okay, ich nehme die Blutgrätsche. Er ist nicht schlecht, aber ich würde ihn nicht für meine Titel nehmen. Wir nehmen den jetzt aber für den Publisher. Eigentor, muss ich ehrlich sagen, finde ich fast schon cool, dann für ein eigenes Fußball, für eine eigene Fußballserie, weil das passt irgendwie. Eigentor, das finde ich gut. So, die Blutgrätsche haben wir. Weiter geht's. Kiefer, Kackball, toll. Kackball, da war es ja super kreativ gewesen. Wolf HD. Schuss, Bimomat, Kicker 1, Sport ist Mord. Sport ist Mord bei einer Sportsimulation. So, können wir alles so lassen, wunderbar, weiter geht's. Krass, Leute, wir haben noch kein Sportspiel gemacht. Okay, dann. Scheiße, ich... Was hab ich jetzt? Upp, Moment. Krieg ich mich jetzt hier wieder rein? Ja. Wieso kann ich ein... Halt, ich mach grad Unsinn, Leute. Ich bin gerade verpeilt. Okay, Cheats einbauen machen wir nicht. Brauchen wir nicht unbedingt. Können wir alles wieder so lassen, wunderbar. So, jetzt hier wollte ich's machen. Da war ich gerade im Kopf gewesen. Gameplay, Grafik, AI, alles klar. So, Sportsimulation. Aber das ist jetzt kein Management-Spiel. Es ist wirklich ein, ich muss mir das jetzt so vorstellen wie in dem FIFA, ne? Also davon gehe ich jetzt aus, weswegen ich sagen würde, User Interface ist eigentlich nicht so wichtig, aber wahrscheinlich doch, oder? Schwierig. Ich würde es wahrscheinlich so lassen. Ich würde da jetzt nichts wegnehmen zumindest. Gameplay AI. Ja, das ist schon oben. Mal sehen, was ihr noch sagt. Game Engine. Ja, finde ich auch Game Engine. Mit Cheats? Nee, machen ohne. Das ist ja ein Publisher-Ding. Wir müssen ja nur über diese, ich weiß nicht mehr, 61%? Ich weiß nicht mehr, wie viel Prozent wir brauchen. So, 0 Punkte habe ich noch übrig. Das heißt, wir können das eigentlich so lassen und machen einfach weiter jetzt hier, oder? User Interface. Ich habe keinen Punkt mehr. Ich finde Game Engine aber wichtiger. AI ist auch wichtig. Ja, haben wir ja ganz oben. Also, ich lasse das so. Hoffe einfach mal, dass es so hinhaut, dass wir die Prozente bekommen und wenn wir das dann haben, können wir dann wunderbar vergleichen und schauen, was wirklich optimal ist dann. Ne? So, Story-Budget, lass ich klicken zum Wien Story. Fußball. Nee, halt. Fußball, hier. Ich bin auch sehr dankbar, dass das Fußball nennt und nicht Soccer, ne? Muss ich ehrlich sagen. Wo es ja immer die Diskussion gibt bei den Amis und so, weil die ja Fußball immer als Soccer bezeichnen. Weil die der Meinung sind, dass man eine Sportart mit einem Ei als Football bezeichnen kann. Aber egal. So, Gewalt. Mach ich aber Produzent. Und den Rest lassen wir so. Los geht's. Tag, Leute. Grüß dich. Der alte Opa von hinten. Alles ich soll mir vielleicht klar was in Ruhe vorlesen, bevor ich sie laut vorlese. Ne, sehr, sehr witziger Name. Mach Französisch. Nein, kann ich doch nicht. Ist Publisher. Jo, das ist mir egal. Da sind wir sowieso nicht dabei. Dazu haben wir kein gutes Spiel gemacht. Leider. So, mir egal, interessiert mich nicht. War schön, Kalypso begrüßt auch nochmal den alten Opa von hinten. So, Games Convention, nein, mache ich nicht. Mache ich nicht. Es lohnt sich einfach nicht. Nein, danke. Und Join kann ich ja, es ist ja auch Publisher, da kann ich ja nichts machen. Was könnt ihr schon mal sagen, was ihr tippen würdet, was es wird? So, hier nehmen wir den Fußball, den es hier irgendwo gab. Das ist leider kein Fußball, das ist, wird aber auch gehen, aber ist eher von Autorennen, ne? Aber so eine Uhr ist ja auch sportlich. Gibt's aber bestimmt einen Fußball, oder? Hier. Die Blutgrätsche, machen wir wieder so ein altes Case. Ich gebe mir jetzt hier aber nicht so viel Mühe, ich lasse das einfach so. Das ist für den Publisher. Prozent. Wie jetzt wird es mal was mit 85%? Ja, wenn wir es für einen Publisher machen, das wäre irgendwie schon wieder scheiße. Stanley King, in meinem letzten Büro hatten wir Stuhlrennen auf dem Flur, aber unsere Stühle hier haben keine Räder. Stuhlrennen sind die Grundlage für eine gute Entwicklung. Wir brauchen neue Stühle. Also bei mir sind Rollen dran, wenn ich hier hingucke. Aber okay. Ich kann das verstehen. Oh, er hat doch noch 82%. Wir müssen dann doch mal Urlaub machen bald. Irgendwann bald mal wieder.
So, nächste Erfahrung. Producing UI Song Gameplay Game Engine. Grafik würde ich. Grafik geht leider nicht, schade. Sound? Sound geht? Dann machen wir Sound. Weil dann haben wir das auch bald auf Level 5, genauso wie Grafik bald auf Level 5 ist. Oh, guck mal. Der Sound ist auch cool, oder? Ja, der Sound ist cool. Content Design auf Stufe 5. Oder? Also, ja, wunderbar. Okay, warte. So, Leute. Aha, Sound, ja. Ja, aber das müsste doch easy reichen, oder? Ja, easy. Boah. 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 81%, ne? Kaum irgendwie Mühe gegeben, kaum Gedanken gemacht. 81%. Nur Sound kann man ein bisschen mehr investieren. Aber Leute, wir haben jetzt quasi die Pforte geöffnet, dass wir selber Sportsimulationen herstellen können. Wir müssen jetzt unbedingt nach Lizenzen gucken, weil gerade ja, für Sport will man ja die Lizenzen haben. Das Einzige, worum man jetzt noch Lizenzen bräuchte, wären vielleicht Filme. Aber ansonsten jetzt nach Lizenzen gucken und Sportsimulationen produzieren. Ey, das wäre ganz cool, wenn wir das hinbekommen würden. 100% ist super. Ja, also der Entwickler, der Publisher freut sich auf jeden Fall. So, 2 Millionen Dollar haben wir. Es wird einen sehr starken Trend für Alien-Spiele geben. Gibt's gerade noch einen Trend für Hack and Slay? Wann ging der denn los? Wollen wir ein Alien Hack and Slay machen? Also das wird wahrscheinlich wieder schief gehen, könnte ich mir vorstellen. Für einen RPG. Wollen wir jetzt echt ein RPG machen? Ich gucke mal ganz kurz. Wir könnten aber schon mal Titel geben. Für ein Spiel mit Aliens auf jeden Fall. Wir können, oder wir machen Ego-Shooter mit Aliens, Leute. Komm, wir machen First-Person-Shooter mit Aliens. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Wir nehmen Aliens-Sucht-Waffe. Das gefällt mir gut. Vorgeschlagen von, muss ich mal hochgehen eben, Geilo 2, Aliens-Sucht-Waffe. Jetzt geht meine Tastatur wieder nicht, oder was? Och man, okay, Leute. Ich weiß mir ja zu helfen. Aliens-Sucht-Waffe. So. Ein total bescheuerter Titel, genauso wie ich es gerne habe. Halt, jo. So, Alien-Suchwaffe hätten wir. Okay, First-Person-Shooter, das könnte interessant werden. Weil, wie gesagt, ich glaube, Hack and Slash, den Trend werden wir sowieso nicht mehr mitnehmen können. Also, und wir wissen dann, wie man Shooter richtig macht. Wisst ihr, das ist ja auch ganz gut. Auf jeden Fall 3D. 2D-Shooter macht nicht so viel Sinn, außer First-Person. Und weiter. So, Cheats einbauen, bitte, bitte, bitte. Den Rest lassen wir wieder so. Okay, 7 Tage übrig. Was sagst du denn? Game Engine Grafik. Gameplay würde ich noch hoch machen. Mindestens so hier. Network. Mal sehen, was ihr schreibt. Das ist jetzt gar nicht so leicht. Es ist eigentlich alles wichtig bei einem Ego-Shooter. Ist irgendwie alles wichtig. Grafik hoch. Ist es? Network. Ja, natürlich, ein Ego-Shooter, ein Netzwerkspiel ist schon geil. Die Frage ist nur, ob jetzt die anderen Punkte nicht erstmal wichtiger sind, weil was bringt dir das bitte, wenn das Spiel, wenn du das geil im LAN spielen kannst, wenn das Spiel aber scheiße ist? Sound ist wichtig, ja, finde ich auch. Machen wir so, mal sehen, was noch kommt. Level Design, World Design. Toll, dann mache ich Network so. Level Design, AI, Content System. Die KI ist auch wie, ja, wir machen KI erstmal. Ich würde so lassen, weil KI bei einem Shooter ist wichtig, Leute. Wir können höchstens sagen, wir machen Grafik ein bisschen weniger. Und dafür noch Level Design nach oben. So, was habt ihr noch? User Interface finde ich jetzt nicht ganz so wichtig. Das würde ich so lassen, wie es ist. Ich würde sogar fast so weit gehen. User Interface bei einem Shooter ist nicht... Ich würde sogar sagen, wir können da so weit runtergehen. Das Design ist wichtiger als wie das User Interface an sich funktioniert, weil User Interface, hiermit ist ja gemeint, was man mit der Maus eingibt. Und beim Shooter benutzt du das User Interface nicht. Es ist wichtiger, dass das User Interface cool aussieht, würde ich eher noch sagen. Und selbst das könnte man vielleicht runternehmen. Nee, ich mach das echt mal runter. Kann sein, dass es ein Fehler ist, aber so wie ich gerade drüber denke, mache ich lieber Gameplay noch einen Punkt rein. Ein Level Design noch einen Punkt rein. Ich lasse das jetzt so. So, mal gucken. Wir schauen jetzt einfach mal.
So, Story machen wir Jens. Wunderbar. Haben wir direkt gefunden. So, dann hauen wir mal Story noch ein bisschen was rein. Machen wir mal so 20.000. Ach du Scheiße. Ja, komm, machen trotzdem für alle Länder. Produzent. Ja, ich mach Gewalt 1 runter. Ich hätte gerne, dass es auch Teens spielen können. So. Und nicht nur lachen. Wunderbar. Haut hin. Weiter. What? Die Blutgrätsche ist das Spiel des Monats März 1990. Großartig. Immer die Spiele, die ich für den Publisher mache. Oh, guck mal, wie sich das verkauft. 15.000, 16.000, 17.000, 18.000, 19.000, 20.000 Einheiten. Oh, Mann. Aber gut, die Publisher, die vermarkten das halt auch immer viel besser als wir. Ne? Weil die da wahrscheinlich auch Fernsehwerbung schalten und übelste Kampagnen raushauen. Dafür haben wir jetzt ja nie das Geld gehabt. Jojojo. So, könnt schon mal schreiben, was ihr denkt, was das für eine Bewertung bekommt, das Spiel. Ich kann es wieder überhaupt nicht einschätzen. Aliens ruft Waffe, was meinen die, wie viel Prozent das bekommt? Aliens ruft Waffe. Ist ja eigentlich witzig, da so ein Schwert reinzuhauen. Aber ich nehme einfach so eine Explosion. Explosionen sind immer cool. So, dann nehmen wir mal... Ja, wie nehme ich das Case hier? Ja, komm, wir nehmen das einfach mal so. Das ist schwarz. Ich mach mal weiß. So hier. Jo, und dann hätte ich gerne noch hier irgendwas schön. Ich nimm, das ist nicht so schön. Ich nehm das hier, das sieht ganz gut aus. So, 64, 69, 55, 64, 99. Ganz schön optimistisch auf jeden Fall, unser Lokuskacker. 69, 72, 76, 76, 84, 75, 69. Ist gar nicht so schlecht. Also über 70% im Durchschnitt. Alter, Radiowerbung bitte. Den Rest würde ich mir jetzt gerne erstmal sparen. Preis machen wir. Es gibt keinen Trend für Action. Muss genau einen starken Trend für Ehrenspiele, das wissen wir. Zwei ähnliche Spiele auf dem Markt. 24 Dollar. Okay, wir machen mal 20. Machen 22. Machen 21. So, Radiowerbung passt so. Okay, Leute, jetzt bin ich gespannt. Ja. Hey, wo ist denn die Bewertung? Wir haben gar keine Bewertung bekommen. Wo ist denn die Bewertung? Das ist doch scheiße. Wieso? Achso, das wurde einfach noch nicht bewertet, oder was? Achso, jetzt wird's bewertet, nachdem ich gepatcht habe, oder wie? Ey! Wieso wird denn das nicht bewertet, das Spiel? Was soll denn das gerade hier? Ach, jetzt! Okay, nach dem Patch. Ach du Scheiße. Ja, natürlich, halt wieder so ein Kackding, ne? Aber gut, wie gesagt, wir haben es ja vor allem gemacht, dass wir erstmal gucken können, wie gut das Spiel sein muss. Boah, das hat mich gerade übelst gewundert jetzt, aber normal kam die Bewertung doch immer direkt nach dem Release, oder? Und nicht erst 20 Tage. Was ist denn das für eine Scheiße? Da wird das 20 Tage nach Release bewertet. Wahrscheinlich habe ich ein übelst krasses Embargo einfach mal auferlegt. Leute, das Spiel dürft ihr erst 20 Tage nach Release testen. Nee, habe ich nicht. So, also das nächste Mal müssen wir noch mehr an Grafik pumpen und Content und Systemdesign. Da wissen wir Bescheid. Also das nächste Mal, wenn wir sowas machen, ne, wissen wir Bescheid. Gameplay können wir vielleicht einen Punkt weniger machen, das ist okay. Leveldesign ist aber wichtig anscheinend, weil es hat 8,5. Naja, okay. So gut, ich würde jetzt gerne erstmal noch ein bisschen forschen. Audio, Stereo, Sound, Version 3, das klingt ja spitzenmäßig. Dann gucken wir mal noch weiter, Urlaub schicken. Den geht's ja eigentlich nicht mehr so gut, ne? Was hast du denn da? Wird nicht angezeigt. Jetzt bei dir aus. Wird nicht angezeigt. Wollen wir mal Urlaub machen? Wie lange geht denn der Urlaub? Ich weiß es nicht. Werden sie gleich sehen. Trainieren. Ja, die ist noch nicht so lange dabei. Du darfst mal ein bisschen trainieren. Du darfst auch Urlaub machen. So. Mal sehen, was ihr schreibt. Ich will jetzt einen Keks und ich habe die Zahl erraten. Ich kaufe das Spiel nicht. Das ist ja keine gute Wertung. Ach man. Macht mich traurig.